So, willkommen zurück zu Zone of the Enders, die HD Collection. So, wir haben nun also wieder, ja, ich weiß nicht mehr, wie heißt sie gerade, Sylvice gerettet. Und sind nun also auf dem Weg zu flüchten. Wir haben eben noch einen riesigen Mech besiegt, welchen wir dann haben laufen lassen. Ja, der Junge ist halt wirklich noch sehr, sehr, sehr naiv. Ah, du willst doch wohl nicht mit mir kämpfen, oder? Ich wollte schon sagen, das sollte er mal lieber lassen. So, wen locken wir jetzt an? Eigentlich könnte man es voll in die hier reinhalten, wa? Ja, hier kommt her. Einen von euch werde ich schon treffen. Okay, vielleicht auch nicht. Oh, jetzt haben wir hier die volle Breitseite. Rims und weil es so schön war, kriegst du gleich noch einen hinterher. Jo. Ich bin gerade überlegen, was ist jetzt eigentlich unsere richtige Aufgabe? Wir sollen ja auch eigentlich diesen Roboter für diese Firma ja, zum Mars bringen. Und ja, wir sind jetzt noch dabei, die Kolonie abzusuchen nach unseren Eltern. Da unser Vater ja nicht mehr bei uns zu Hause war, da das Zuhause abgebrannt ist. We have obtained the passcode. We will cease battle position. We are heading for the outer area of the battle zone. Ich glaube, mehr ist hier jetzt gerade auch nicht. Jetzt können wir erstmal nur gucken, ob ich vielleicht noch etwas absahen kann. Oh, was haben wir da? Noch mehr Gegner. Okay, ich hätte jetzt gedacht, ist hier noch mehr? B2. Ich würde sagen, ich staub die hier nochmal eben ein. Und dann. Ah, toll. Zu steiler Winkel. Dann schaue ich mal auf der Karte, ob es hier nicht noch irgendwas zu holen gibt. So. Zwei und dann noch der eine da vorne, die eine Gruppe. Dann haben wir diesen Sektor, glaube ich, gecleared. Und ich bin ja selber auch schon Level 2, sehe ich gerade. Was bin ich wohl geworden, als ich den Endboss besiegt habe? Unknown. Und ich habe irgendwas gefunden, was unbekannt ist. Oh, hoppala. Ich jage selber mehr in die Luft als die Gegner, fällt mir gerade auf. Das ist vielleicht nicht so klug. So, und tschüss. Ich glaube, das waren alle. Ja, mehr Gegner gibt's hier nicht. Das ist doch schön. Das heißt aber auch wohl, dass ich hier fertig bin. Mehr gibt's hier wohl nicht zu holen. Also, Area Change. Ah, es geht auch direkt weiter. Are you all right? Are you hurt anywhere? No. So, you didn't find anybody out there? No. I'm sorry. Ist doch nicht For what? schlimm. I shouldn't have yelled at you. Don't worry. I yelled at you too. But one thing that I want you to remember. You have to take care of your own life too. I understand. Ist doch nicht schlimm, You Mädel. did manage to escape. Du hast uns hier nur Didn't fast you, Father? umgebracht. Du hast uns doch nur fast umgebracht. Wen juckt's schon? Frauen, hübschen Frauen verzeiht man doch alles. What is it? At present, I have no idea. Look, they're serious about destroying the colony. Allow me to interrupt. I have to show you our mission orders. The aim of our current mission is to transfer this orbital frame to Mars, so it can operate there. To accomplish that mission, our prime tasks are first to rendezvous with the civilian cargo ship the Atlantis, and then to escape from Antilia in convoy.
We're in a state of battle alert, but with your lack of experience, I recommend we avoid battle as much as possible. Was? I have visual confirmation that the colony has lost command of the air. Unfortunately, we need more detailed information about the colony. That will require returning to the area where the factory was. Once we are there, I can transplant the necessary information from the local server. After that, we will break through the enemy's control of the airspace, avoiding battle as much as possible. We are then to head to the other side of the colony and gain access to the spaceport by the transportation elevator. Do you have any questions? I see something shining in the sky. It appears to be some kind of energy field, but I cannot define it. That is a summary of our mission so far. Please proceed directly to the factory. I'll do as you say. Yeah. Here are the latest headlines. Bahram forces are still attacking Antilia as part of their invasion. Rescue workers have begun attempts to save patients in the destroyed hospital, but a fierce fire is still raging and workers are having difficulty gaining access. All those poor people can do is wait for the release of death. That's all for now. How awful. Damn it! Listen, Leo. Can't you help those people? How? Just like you helped me. Can't you do that for them too? Allow me to interrupt. As I stated earlier, you should not undertake illogical actions that have no bearing on our mission. But just for a little while. This orbital frame and all aboard have been ordered to participate in operations on Mars. In order to complete our mission, we should not engage in any other activities. Oh, I see. Also, judging from the capabilities of the Frame Runner, the risk rate for such an illogical action is very high. Ada, where is that hospital? Leo. I will pinpoint its location with a marker. But I must repeat, you should not undertake illogical actions that have no bearing on your mission. Yes, I know all that. I just asked. I'm scared too. Ja, es sieht also so aus, als würden wir nun ein wenig, ja, nach der eigenen, unserer eigenen Nase tanzen und nicht mehr so richtig auf, ach, da hinten muss ich hin, nicht mehr wirklich auf den Frame hören. So, hier müsste das Hospital sein. Demnach kommt da ein SOS-Signal her. Oha, hier ist ja schon alles zerlegt. Hier ist nur Schrott. Let me indicate with a marker the buildings which have vital activity. In such buildings, defenseless citizens unable to flee still remain. There are many people still in the buildings, Leo. So be careful. I know, but at least I have to exterminate the enemy in this area. Ja. Also, hier gibt es noch eine Menge Leben. Okay, also wir können nicht warten, wir müssen wirklich eingreifen. Ich muss also wirklich Nahkampf anwenden. Oh, oh. Ei. Ich glaube, da sind gerade Menschen draufgegangen. Okay. Ich glaube, wir haben gerade mit Nahkampf den Gegner in das Haus gestoßen. Komm her hier. Das ist egal. Oh shit. Und wieder ist ein Gebäude hauptgegangen, aber zum Glück, da sind keine Zivilisten drin gewesen. Das war ein Gebäude ohne Kreuz, wo also niemand auf Hilfe gewartet hat. Aber hier unten, in dem sind welche drin. Nein! Ich will nicht flüchten, ich will kämpfen. Komm her, ihr Schweine, ihr tötet hier die unschuldigen Zivilisten. Glauben die etwa ernsthaft, die könnten hier mit dem Genozid durchkommen? Am Arsch, mein Freundchen. Hier, das war Nummer 1. Hier sind über... Oh, shit. Ah, das wird schwer. Genau zwischen den Häusern, wo noch Menschen leben. Nein, sie haben das Haus in die Luft gejagt. Du Schwein.
We have shot down the enemy. Confirmed all the enemy frames are destroyed. I will report damage to neighboring areas from this battle. There are a few damaged buildings. A few were injured or killed. I know you did your best, Leo. Ja, das war wohl so eine kleine Zwischenmission, wie es schien. Oh, und dafür kriegen wir wohl auch was. Ein neues Programm, wie es scheint. We have obtained the program. Was auch immer das für Programme sind. Ich werde aus diesen Dingern noch nicht so ganz schlau. Ist da noch mehr? Noch mehr, was wir abgreifen können? Sieht irgendwie nicht so aus. Ne, hier geht's nicht weiter. Okay, dann war's das hier wohl in dieser Region. So viel dazu. Das war die erste kleine Zwischenmission. Da ist die Factory, da müssen wir, glaube ich, hin, ne? Da ist die Stadt, da ist Town 2. Town 2, 4, was war das da? S02, da komme ich ja her. Dann ist das hier wohl unsere nächste kleine Stelle, wo wir hin müssen. Oder? Sieht auch nicht so viel besser aus. Oder war ich hier gerade? Ach, das ist das, wo ich gerade war. Okay, ja, dann kann ich ja direkt wieder gehen. Weiter. Okay, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Dann bleibt ja nur noch die, die Facility oder Factory, genau. Dann können wir uns da direkt ins Getümmel stürzen. Schon ziemlich seltsam, wie diese Kolonie aufgebaut ist. Aber ich will mich da ja nicht beschweren. Now we will head for the local server to transplant the necessary information. But first, we need to destroy the enemy with the passcode for the local server. I see. The star-marked frames show the leaders. Destroying the leader first will lower the level of the entire party. Okay. Ja, dann stürzen wir uns doch gleich mal in den Kampf mit denen. We will hold battle position. Oh, daneben. Enemy backup force is approaching our location. Das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Und das war Nummer 3. Na, hat die daran etwa gezweifelt, dass wir den Passcode erhalten? Das Passwort. Das war wieder einer. Ups. Ich glaube, ich habe gerade eine Brücke eingerissen. Kommt her hier, ich mache euch platt. Das war Nummer 1. Das war Nummer... Ah, es war noch kaputt. Aber jetzt... Phalanx. Tschüss. Und... Christus. Und den kriegst du auch noch mit. Das war wieder einer. Und den hier darf er auch noch schlucken. Und den gleich hinterher. Also bisher ist das hier, glaube ich, mein stärkster Angriff. Die Kugel. Oh, was haben wir denn da unten? Ach, den brauche ich doch noch. Scheiße. Ja, gut, das war dumm. Den hätte ich nämlich jetzt noch gar nicht gebraucht. Okay. Was? Also Gegner gibt es hier keine mehr. Was muss ich jetzt hier machen? Ah, da hinten hin. Okay. Dahin, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh Gott, Kamera, dreh dich. So, hier muss ich das abholen. We have obtained the program. Sehr schön. Let me give you the next mission instructions. Depart the industrial area. Das ist eine sehr einfache Anweisung. Von daher... Okay, der kommen wir direkt mal nach. Das war ja nicht so schwer. Let me report the current situation status.
The enemy has taken over the colony's EPS system in order to win mastery of the air. EPS? All civilian flying objects in the colony are fueled by microwave energy from the outer EPS system, as mandated by the Environmental Protection Law. The enemy is using the EPS to form a barrier, a microwave energy field in the sky over the colony. You mean it's dangerous? Yes. Being within the energy field is like being in a microwave oven. Jehuti itself would not suffer much damage, but any vital life form would not survive. Leo. So what can we do? We have no choice but to disrupt the energy field by destroying the EPS system. This colony block has two facilities which supply EPS energy. Two EPS antennas are housed in two mountains in the center of the colony. By turning these two antennas to face each other, the enemy has created a massive microwave energy field in the center of the colony. Our first task is to destroy those two EPS antennas. There is another related target. You see the colony shaft ahead of us? It carries the main power supply to the EPS antennas from the axis of the colony. By damaging the relay block of the shaft, we can weaken the EPS energy flow, if not stop it. So, the shaft and two antennas. Okay, let's do it. Current status is that the EPS antennas are not accessible. We should journey to block D07, where the shaft is located. I will show you with a marker on the screen. Okay. Also zu D07. I suggest you restrict yourself to your duties. I know, but... Okay, jetzt will ich erstmal... ich wollte gerade sagen, einmal speichern. Denn das habe ich die ganze Zeit über noch überhaupt nicht getan. Das wäre vielleicht mal ganz clever. Wow, wie lange speichert der? Okay. Schön. Ja, das ist doch gut. Und was haben es mit diesen Programs übrig? Gedrehte Phalanx. Spähmodul, Überflugmodul, EPS-Systemdateien. Okay. Und Passcodes, nötig um Javinid zu beziehen, zur Benutzung in Town 1. Okay. Missions, okay. Gut, langsam komme ich wieder rein so ein bisschen ins Spiel. Es ist aber auch schon ewig her, dass ich es gespielt habe. Von daher, seid mir nicht böse, wenn ich nicht sofort alles wieder weiß und nicht komplett durchrushen kann, sondern mich noch ein bisschen dusselig anstelle. Ja, an dieser Stelle mache ich aber auch erstmal wieder einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.